Dere Freunde, ich bin's wieder, euer Lunaflexi, und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Part von Super Mario World. Ihr erinnert euch vielleicht gestern noch daran, dass der gute Felix, weil er so schlau und intelligent war, Yoshi schon wieder verliert. Nicht wahr? Da erinnert euch doch noch dran. Nee, nachgeschaut hat, wo der Secret Exit von dem Level ist, weil er sich gedacht hat, der war doch irgendwo hier. Und ich weiß jetzt, wo er ist. Ich hatte richtige Ansätze, aber... Ja. War nicht da. Da ist nur ein kleiner Glitch tot, anscheinend, so wie es ausschaut. Wir müssen jetzt nämlich hier durch. Und das ganze Ding nochmal machen. Machen wir mal schnell. So. Wir haben es ja gleich geschafft. Es ist zwar schweinenervig, aber... Hup. Warum ich das jetzt so mache, weil ihr das alles schon gesehen habt. Und ich kann es ja. Und ich kann ja auch meinetwegen... Ne? Ich könnte das auch alles nochmal durchspielen und nochmal durchspielen, aber... Hey, wofür? Absolut nichts damit zu tun, dass ich... nicht skillen kann. Ja, was heißt nicht skillen kann? Sondern, dass ich einfach keinen Bock habe, das alles 32 Mal zu machen. Mache ich dann später wieder anders, aber ich will ja eigentlich nur den Secret Exit zeigen. Halt. Genau. So ist das wunderbar. Boah, das ist aber auch schweinelangweilig, das Level jetzt mal ganz im Ernst, ne? Meine Fresse. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, doch, habe ich schon verstanden, aber was soll ich mal? Okay, geschafft. Wie gesagt, ich möchte euch ja auch irgendwas zeigen und man kann es auch 32 Mal probieren, aber... So, und zwar... Tatsächlich, ja, so einfach ist es. Krass, oder? So, die Valley Fortress, die machen wir doch gleich mal. Ach, das war das, oder? Ja. Komm runter, meine Freunde. Hab ich schon? Das mache ich jetzt lieber mal etwas gemächlicher. Ich habe ja alle Zeit der Welt. Nämlich genau 200 hörst du auf. Mag ich nicht, das weißt du. Da, was, jetzt kann ich es euch mal wunderbar zeigen. Zack, zack. Habt ihr gesehen? Das sind die gleichen Leichen-Sprites. Ach, ihr wisst, was ich meine. Noch nicht. Nee. Ich hätte jetzt nur meinen Pilz gehabt, dann... Wäre das blöd geworden. Oh, ist das langweilig. Sicherheits-Safe-State. Oh, ich habe gehüstelt. Ja, das war die Panik. Die schiere, endlose Panik. Aber jetzt haben wir das ja auch wieder. Zack, Dry Bones oder auch Knochentrocken im Deutschen genannt. Beschweren sich ja viele Leute über die Übersetzung, aber ich finde die gar nicht so übel. Das ist ja ein Knochentrocken. Willst du mich verarschen? Och nee, das muss doch nicht sein, sowas, oder? Meine Fresse. Warte mal, der Puderbo verwirrt mich. Der Puderbo verwirrt mich! Oh Gott. Zack. Das macht mir jetzt nicht viel aus, weil ich sterbe nicht. Jetzt warten wir mal hier ab. Genau, und die Ronzas, den machen wir schnell. Das war aber nicht die feine südamerikanische Art. Oh. Ich habe aber die Ritznuss verkackt. Cool. Naja, machen wir es halt nochmal. Ja, das Spiel ist jetzt auch schon durchaus etwas schwieriger.
Nicht viel, aber wenig. Muss man einmal nur ein bisschen aufpassen. Geh mal weg. Geh mal dich blöd anstellen, Felix. Das war jetzt mit Absicht, weil ohne Feder ist das ganze Ding nur halb so lustig. So. Genau. Na. Sehr schön. Geh mal runter. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach komm. Probieren wir es trotzdem. Sehr schön. Das war blöd. Und weiter geht's. Zack. Das Ding ist nicht schwer. Ich stelle mich bloß wieder an wie eine Krähe beim... was auch immer. Eine Krähe. Die Teile hasse ich gerade irgendwie total. Drybones, ihr seid schön gesetzt. Na komm. Tschüss. Nee, so geht das nicht. So geht das nicht. Zack, zack. Und durch. Okay. Nee, 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 nee. Da brauchst du ja nicht auf die Idee kommen. Und runter. Und runter. Na komm. Die Dinger wurden ja auch nochmal neu aufgelegt in New Super Mario Brothers. Ich glaube allen Teilen sogar. Da holen wir uns mal kurz das Pilzchen. Da sieht das alles doch viel schöner aus. Mit Pilz in der Wulst. Ja, und vor allem so. Jetzt wird's interessant. Zack. 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 Hilfe. Zack. Jawohl. Und wir gehen wieder gegen die guten Retznoas. Gegen die alten Klöten. Kröten. Ja. Das wollte ich auch so haben. Warte mal. Wieso bin ich denn da jetzt zurückgeballert? Nee, nee, nee. Das machen wir jetzt nochmal. Bevor ich das ganze Level nochmal machen muss. Ich meine, ich bin da jetzt gerade zurückgefedert voll. Ist aber nicht nochmal. Da ist schon wieder. Was ist los? Habt ihr Trampoline da drin verbaut? Jetzt bin ich nicht gesprungen. Okay, letzter Versuch. Ansonsten mache ich das Level nochmal ganz normal durch. Warum bin ich denn da so... Ja, also, geht doch. Aber im Ernst, wie komisch. Das bringt mich zu Bowsers Hintertür, da kann ich direkt gegen Bowser als Boss kämpfen, aber... No! Ich hoffe, ich kriege da drin eine Feder, sonst darf ich mir noch mal eine Feder besorgen, weil ich da kenne ich den Secret Exit noch. Die Endessens sind noch nicht so lange her, dass ich die gespielt habe. Ja. So kriege ich auf jeden Fall keine Feder. Nö, 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 nö. Zack, 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 zack. Ah ja, okay, nimm mal den. La 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 la. Da oben wäre übrigens der Secret Exit gewesen. Hier oben. Aber egal. Aber beim nächsten Mal. Als dich möchte ich haben, kann man damit Iris auch zerstören? Wir werden es höchstwahrscheinlich niemals erfahren. Ah, scheiße. Geht auch. Sehr schön. Beim anderen wäre, glaube ich, bloß am Mond gewesen. Aber
Ich gehe dann nochmal ganz kurz zurück und hole mir ein paar Federn. So. Wenn sich irgendjemand jetzt gerade gefragt hat, wie man das machen kann, dass man Schlösser, die man schon gelöst hat, nochmal machen kann, man drücke Start und Select. Man drücke L und R. Zack. Dann kannst du jedes Schloss nochmal spielen. Ist eigentlich so ein Ding, was jeder wissen sollte, aber für die, die es nicht wissen, wiederhole ich es einfach nochmal. Ich weiß nicht, stand es nicht sogar in irgendeinem Ding drin? So, jetzt machen wir mal hier noch schnell das Schlüssel durch. Ja, will ja. Hölölöl. Dann warten wir hier auf den Stern. Zack. Sternimann. Ja, das war so geplant. Zack. Kriege ich ein... Nee, Stern habe ich da dann keinen mehr. Okay. Ja, okay. Oh Gott, das ist wieder so ein Ding. Konnte man nicht auch im... Ja, konnte man bestimmt, aber ich weiß nicht mehr wie. Lalala, das kann jetzt eine Weile dauern. So. Komm, beeil dich. Zack. Geht's gleich hier weiter. Möchten wir aber nicht. Ich mache jetzt noch das Level und dann ist Feierabend. Oh, die nochmal so ein Level, das finde ich schön. Oh, diese Level liebe ich. Die habe ich auch bei Ding schon geliebt, bei Yoshi's Island. Da gibt es nämlich auch sowas ähnliches. Und ja, ich liebe diese Level wirklich. Das war nicht ironisch gemeint. Weil das dann doch mal ein bisschen herausfordernder ist, ohne... unfaire Stellen. Na danke. Ich wollte mir eigentlich von dir das Fliegen besorgen. Oh ja. Yeah. Leben. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Ich glaube immerhin zwei. Ich hätte drei geschafft. Hätte Fahrradkette, ja. Wäre hier drin auch ein Yoshi? Ne, eine Feuerblume. Ich werde dem Level mir eine Feuerblume holen. Ist klar, ne? Bam, bam, badam, bam. Es wird bestimmt einige Leute geben, die sagen, du magst solche Level. Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Aber anscheinend dann schon. Mega Bullet Bill. Quatsch, Banzai Bill. Lalalala. Lalalala. Banzaibel. Solche Level kann ich auch komischerweise ein bisschen. Ah, hab ich's jetzt gesagt? Ja, ich hab's anscheinend gesagt. Egal. Das hat keiner gesehen. Das habe ich nicht kapiert. Werde mal aufhören? Danke. Bam bam, bubidi, klipp die, klipp die, klonki. Hast du etwas Angst? Es ist nicht schwer. Es ist gar nicht schwer, aber das war dumm, Kein Bock, das nochmal zu machen. So, einmal so. Groß. Ja, ich habe groß gemacht. Einmal die Feuerblume mitgenehmt. Aha.
Das ist etwas rechtsradikal, was du da machst, Mario. Oh. Den hätte ich gerne eigentlich mitgenommen und deswegen bin ich da voll durchgedreht. Okay, Leute, aber das war's jetzt für diesen Part. Ich sag, der, meine Freunde, euer Lunaflexi, bis zum nächsten Part von SMW.